Frisch auf, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute könnte der Videotitel Möbelrücken heißen, denn ich muss heute zwei Tische abholen, Stühle, und im Anschluss daran werden diese erst bei uns im Keller eingelagert. Und danach muss ich noch weiter eine Kommode abholen und einen Teppich. Der wird auch noch woanders hingeliefert. Deswegen geht es als allererstes Mal, da ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, einen Schnelltest machen. Dann geht es nach Vohwinkel, beziehungsweise gar nicht nach Vohwinkel, sondern nach Elberfeld. Da chartern wir uns dann einen Transporter vom bekannten Cambio Carsharing. Dann geht es wieder nach Solingen zu zwei verschiedenen Stationen. Da werde ich dann die entsprechenden Stühle und Tische abholen. Und ja, das ist so ein kleiner Alltagsvlog. Und wenn ihr Lust habt, dann wünsche ich euch an dieser Stelle viel Spaß und schön, dass ihr dabei seid. So, die Probe ist entnommen. Jetzt geht es wieder zurück zur Bushaltestelle. Denn wie ich ja sagte, wir müssen nach Elberfeld. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal mit der 683 bis nach Vohwinkel und dann gucke ich mal, wie ich weiterfahre. Höchstwahrscheinlich, muss man kurz überlegen, ja, werde ich mit der Schwebebahn fahren. Das bietet sich an. Ja, ist ein bisschen laut hier. Ich hoffe, das geht mit dem Ton auch in Ordnung. Das Bild scheint sehr dunkel zu sein, weil da hinten gerade die Sonne so langsam untergeht. Aber für die Abendstunden habe ich mit Beleuchtung schon vorgesorgt. Ersatzakku ist auch mit dabei. Also einem kleinen Alltagsvlog steht im Prinzip nichts im Wege. Dann würde ich sagen, geht jetzt erstmal auf zur 683 Richtung Vohwinkel. Die Vorweihnachtszeit ist leider auch Hauptzeit für Taschendiebe. Seien Sie aufmerksam und tragen Sie bitte Geld, Wertsachen und Ihr Handy möglichst eng am Körper. Ihre GSW-Mobil und die Polizei Wuppertal. Herzlich willkommen in Wuppertal, liebe Freunde. Ihr habt gerade gesehen, ich bin nicht am Robert-Daum-Platz ausgestiegen. Ich glaube, ich habe eben irgendwie Kluse gesagt. Aber wenn ihr wisst, welche Haltestelle das hier hinter mir ist, beziehungsweise nicht den Namen dieser Station, sondern in welchem ganz bekannten deutschen Film, der dieses Jahr 30 Jahre alt wird, wo diese Station zu sehen war, an den verlose ich ein T-Shirt deiner Wahl mit dem entsprechenden Logo, was du gerne hättest, entsprechende Farbe, Größe und so weiter, können wir uns dann später austauschen. Also schreibt in die Kommentare, in welchem Film diese Schwebebahnstation eine Rolle gespielt hat. Wie gesagt, der Film wird dieses Jahr 30 Jahre alt und ich muss jetzt tatsächlich, bin ja wie gesagt weitergefahren, weil ich hole die zwei Tische ab von Leuten, die ja von eBay Kleinanzeigen, und die nehmen mir bekanntlich weder EC noch Kreditkarte. Von daher muss ich jetzt erstmal zur Bank und ein bisschen Bargeld abholen. So, das Geld ist geholt. Also beim letzten Mal, als ich hier war, meine ich, habe ich irgendeinen Treppenmarsch gemacht oder irgendwie sowas. Ich kann mich noch erinnern, ich jetzt gerade so ein bisschen Zeit habe, noch eine halbe Stunde, bis ich das Auto abhole. Zwar könnt ihr hier hinter das Premier Inn gesehen,
Da war früher mal eine Deutsche Bank-Filiale drin. Und jetzt direkt links hier um die Ecke ist die Stadtbibliothek. Da habe ich als junges, ja, als Kind, habe ich da regelmäßig Kassetten ausgeliehen. Keine Bücher. Ich weiß gar nicht, ob es auch CDs waren. Muss aber auch zu meiner Schande gestehen, ich habe da auch die ein oder andere Kassette kopiert. Illegalerweise natürlich. Aber nicht von da, sondern von da oben. Genau, da oben gibt es noch, oder gab es zumindest mal die Jugendbücherei. Und hier ist dann die ganz normale Stadtbücherei. Da war ich auch das ein oder andere Mal drin. Auch ganz interessantes Gebäude hier. Da steht auch noch irgendwas hier. Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit Hilfe der Glücksspirale. Interessant. Dann haben wir hier die Bücherverbrennungen auf dem Rosenwörther Platz am Dörfersberg und auf dem Rathausvorplatz in Barmen am 1. April 33. Ist ja verrückt, ne? Ja. Und jetzt geht's direkt weiter zum Laurentiusplatz. Da kann ich euch auch eine sehr interessante Geschichte erzählen. Und zwar wieder aus der Bundeswehrzeit. Ich weiß gar nicht, ob ich die damals während dieses Bundeswehrvideos da erzählt habe. Aber nach meinem ganz regulären oder nach meiner Grundausbildung und diesem ganzen Zeug war ich dann im Stabsdienst eingesetzt und habe da Bürotätigkeiten gemacht. Unter anderem Kaffee gekocht und so Klamotten. Gab es dann irgendwie, glaube ich, Kaffeedienst oder irgendwie sowas in der Art. Und unter anderem gab es ein, wenn nicht gar sogar das letzte öffentliche Gelöbnis in Wuppertal. Und das fand hier auf dem Laurentiusplatz statt. Da war ich einer der, ja, was habe ich gemacht? Also ich habe irgendwie alles gemacht und nichts. Wobei nichts wäre jetzt auch übertrieben. Aber ja, ich war so ein bisschen für die Organisation, für die Einweisung der Gäste verantwortlich. Das war natürlich hier alles weiträumig abgesperrt. Mit Feldjäger und Polizei und ach, was weiß ich nicht alles. Und hier, meine ich, hier drin waren die ganzen Offiziere und sowas. Katholisches Stadthaus Wuppertal. Ich meine ja, das war hier alles dunkel und sowas alles abgehängt. Und wer war denn da damals da als bekannter Politiker? Mir fällt der Name nicht ein. Ich blende das jetzt mal ein. Richard von Weizsäcker? Nee, das ist ja Blödsinn. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall nachschlagen. Ich blende das jetzt mal ein. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht. Und da kann man noch die Laurentiuskirche sehen. Die katholische Kirche. Auch sehr interessant. St. Laurentius. So, hier ist dann der Weihnachtsmarkt. Nur 2G. Ungeimpfte haben hier keinen Zutritt. Aber hier oben kann man noch so ein bisschen mal die Laurentiuskirche erkennen. Ich gehe jetzt gleich nochmal von vorne ran, da kann man die Türme noch ein bisschen besser sehen. Aber es ist für mich persönlich auch interessant, hier so nah mal vorbeizulaufen. Normalerweise gehe ich immer nur da vorne entlang und sehe die Kirche so aus der Entfernung. Deswegen würde ich sagen, da gucken wir uns auch nochmal eben an. Was haben wir da noch? Da hängen zwei Bronzen oder irgendwie sowas. Den Bischof von San José, Costa Rica, Vincentina und so weiter. Bernhard August Thiel am 1. April 1850 in Elberfeld, getauft am 6. April und so weiter. Also sehr viel Zeug, offensichtlich wichtige Leute. Adolf Kolping, sorry an dieser Stelle, ich bin mal wieder komplett unvorbereitet. Da könnt ihr die Bronze nochmal sehen. Großer christlicher Landesreformer, Adolf Kolping. Kaplan an St. Laurentius. Ja, sehr interessant. Jetzt zeige ich euch die Laurentiuskirche einmal so ein bisschen von vorne. Dann können wir auch mal da oben die Turmspitzen sehen. Die kann man vielleicht auch schon so ein bisschen erkennen. Und dann geht's weiter. Im Prinzip wieder zurück zum Robert-Daum-Platz. Denn da ist der Parkplatz von Cambio Carsharing. Herzlich willkommen an der Cambio Carsharing Station Alsen. Da steht das gute Stück schon. Hat auch schon einige Schäden da unten. Deswegen kommen wir jetzt noch nicht in das Auto rein. Man kommt immer erst 5 Minuten vorher rein. Macht aber nichts. Wenn ich so viel Zeit habe, dann gehe ich schon mal aus rum und gucke schon mal so ein bisschen, ob hier irgendwelche Dellen und Kratzer und sowas drin sind. Weil man ja auch eine Schadenskontrolle machen muss. Der ein oder andere kennt das sicherlich vom Mietwagen. Wo man dann protokolliert jeden einzelnen Schaden aufnimmt, damit man im Zweifel nicht dafür haftbar gemacht wird. Und so gehe ich halt eben, ja, mache so eine Sichtkontrolle
außen und innen natürlich auch. Wobei der Laderaum, der wird aussehen wie Hulle. Aber da bleibt beim Transporter halt nicht aus. Hier hat man schon mal so ein bisschen was geklebt hier. Mit Heißkleber, also auch rückt hier. Naja, gut. Aber solange der Schaden da eingetragen ist, soll mir das egal sein. Und ja, auf den einen großen Schaden habe ich jetzt nichts entdeckt. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir warten noch einige Minuten. Schauen jetzt gleich nochmal da hinten an der Schwebebahn. Gucken mal, ob da noch eine Schwebebahn fährt. Und dann machen wir das Auto auf und dann geht's zum Möbelrücken. So, der Wagen ist gecheckt. Schaden, ja, haben wir ja gerade gemacht, die Schadenskontrolle. Blöderweise habe ich unten diesen kleinen Selfie oder dieses kleine Stativ zu Hause vergessen. Eigentlich war der Plan, das hier an der Seite hinzustellen, so ein bisschen zu quasseln. Leider funktioniert das jetzt nicht, aber wir werden das auch so irgendwie hinbekommen. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir hin müssen. Ich werde natürlich aus Datenschutzgründen jetzt hier keine Person oder ähnliches zeigen. Ich denke mal, ihr werdet das verstehen. Und jetzt gucken wir mal eben, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich weiß es auch nicht. Meine Frau hat mir zwei WhatsApp-Nachrichten geschickt. Dahin müssen wir. Und dahin müssen wir. Ja, okay. Also, auf geht's nach Vohwinkel, eine Grenze zu Solingen. So, liebe Leute, die ersten zwei Stühle und der erste Tisch ist abgeholt. Hier ist schön beleuchtet. Also hier könnte man schön auch irgendwie ein Fernsehstudio rausmachen, ne? Ich habe da richtig Spaß dran. Ja, jetzt warte ich noch. Ich habe jetzt gerade bei den zweiten geklingelt, aber da ist irgendwie noch keiner da. Aber wir hatten auch, glaube ich, vereinbart irgendwie 17.30 Uhr. Jetzt haben wir 17.22 Uhr. Da war noch ein kleiner Junge da. Ich habe zwar jetzt eine Telefonnummer, aber ich werde jetzt noch ein paar Minuten warten, weil ja 17.30 Uhr abgesprochen war. Und ja, ich denke mal, das wird schon auch klappen mit dem zweiten Tisch. Und dann geht's nach Hause, ausladen und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. So, liebe Leute, der Großteil ist im Keller. Aber, jetzt ist halt Licht ausgegangen, eine arschgeile Nummer. Der große Tisch, den kriege ich alleine nicht in den Keller. Deswegen werden wir jetzt erstmal weiterfahren, die Kommode einladen, die noch einzuladen ist. Und dann später, wenn ich wieder hier bin, dann auch den großen Tisch ausladen. Weil meine Frau ist noch nicht zu Hause und die Oma passt gerade auf die Kinder auf und die ist zwar da quasi vis-à-vis, aber wir können die Kinder natürlich nicht alleine lassen. Deswegen versuche ich jetzt hier mal eben irgendwie den Schlüssel hier reinzukriegen. Mein Gott, ey, ich habe aber heute. Eben war auch die Tür abgeschlossen, wo die gar nicht abgeschlossen war. Kann man das verstehen? Ich kriege den Schlüssel eh nicht rein. Ich mache das mal eben und melde mich gleich nochmal. Junge, 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 da. So, ich weiß nicht, das war die Lenkradsperre oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal weiter Richtung drittem, ja, Zielpunkt, wie auch immer. Mal eben die Funzel anmachen hier und dann melde ich mich, wie gesagt, gleich nochmal bei euch mit weiteren Informationen. Hast du schon mal ein paar Socken sagen hören? Ich... So, liebe Leute, die Kommode ist drin. Da sind noch ein paar Stühle hinzugekommen, macht aber nichts. Die kommen dann da gleich auch zur Oma. Schöne Grüße an dich, liebe Jacqueline. Also du bist ja auch treue Zuschauerin. Vielen Dank dafür. Und da macht man so einen Familiendienst doch äußerst gerne, wenn man dabei noch ein kleines Video machen kann. Sowohl für die Oma als auch für euch. Also man merkt richtig Spaß. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Jetzt muss ich gleich noch mit jemand anderem dann entsprechend den Tisch rausbuxieren in den Keller. Dann fahren wir einmal kurz zur Oma, die Kommode rausladen und die Stühle. Wobei die Stühle kommen wahrscheinlich auch bei uns rein. Und ja, dann geht es im Prinzip eigentlich fast schon wieder Richtung Elberfeld.
So, schöne Grüße. Hallo. Da ist die Steffi. Die hat mir jetzt gerade geholfen beim Reinschleppen der Tische oder des Tisches. Mhm, so typisch Ehemann, typisch Ehefrau. Kavenzmann-Dingen war. Ich mach mal eben die Lüftung aus, nicht, dass es eventuell stören könnte beim Ton. Jetzt geht's, wie ich schon angekündigt hatte, noch mit der Oma nach Hause, die Kommode eben ausladen. Und dann fahre ich schon wieder nach Elberfeld. So ist jetzt der weitere Plan. Und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken. Ihr wisst Bescheid. Auf geht's. So, liebe Leute, auch die Kommode ist ausgeladen. Jetzt geht's wieder zurück nach Wuppertal. Leider habe ich keine Chance gehabt, in irgendeiner Art und Weise den Selfie-Stick irgendwie hier so zu befestigen, dass das stabil zu halten ist. Deswegen werde ich es jetzt mehr oder weniger so freihand probieren. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich aussieht. Also normalerweise Telefongeräte und sowas darf man nicht in die Hand nehmen. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Falls ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Also ich gucke ja auf die Straße und ich bin ja auch konzentriert, von daher sollte das in Ordnung sein. Und ganz ehrlich, wenn hier irgendwas passiert, dann ist das Ding direkt außer Hand und ich hoffe, euch hat dieses Format bis dahin gut gefallen. Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Vieles ist ja auch sehr spontan und nicht geplant, wobei also sowohl Wanderungen nicht, als auch solche Sachen jetzt hier. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und früher habe ich ja immer nur die Wanderung zu Carsharing oder zu dieser Station gefilmt und eigentlich nie irgendwie das, was ich da mache, weil es für mich ja nichts Besonderes ist, sage ich jetzt mal. Einkaufen zu gehen, geht jeder. Jeder weiß, glaube ich, wie das funktioniert. Jeder hat da so seinen eigenen Weg. Ich habe jetzt gedacht, bei so einem Transporter, bei Möbelrücken sozusagen, könnte das vielleicht nochmal ganz interessant sein. Also würde ich sagen, geht es jetzt erstmal heiter weiter mit dem Fahrzeug Richtung Wuppertal-Elberfeld, genauer gesagt zur Station am Robert-Daum-Platz, nämlich die Station Alzen. So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück an der Carsharing-Station Alsen. War das überhaupt richtig? Ich kann das leider nicht lesen. Ich glaube, ja. Für mich geht es jetzt auf jeden Fall wieder zurück mit der Schwebebahn. Ich könnte jetzt im Prinzip auch mit dem Zug fahren. Aber bis ich da oben jetzt bin und die Schwebebahn fährt, glaube ich, um die Uhrzeit noch. Wie viel haben wir jetzt? 19.56 Uhr. Ja, ich will mal hoffen, dass die einigermaßen in einem gewissen angenehmen Takt noch fährt. Und an dieser Stelle noch nicht die letzten Worte, aber so langsam neigt sich unsere kleine alltägliche Tour dem Ende entgegen. Aber wie gesagt, jetzt geht's erstmal Richtung Wuppertal-Vorwinkel wieder. Dann wieder mit der 683 zurück. Und dann gibt's da die abschließenden warmen Endworte. Also, auf geht's, in der Hoffnung, dass wir nicht allzu lange auf eine Schwebebahn warten müssen.
Kralotzi-Straße. So, liebe Leute, herzlich willkommen in Wuppertal-Vohwinkel, also diese Exponate hier. Ich gehe hier sehr oft oder relativ oft dran vorbei und habe auch eigentlich schon mal so ein Video gemacht gehabt, aber nie veröffentlicht. Es war mal so ein Extremtest, irgendwie der ins Wasser fiel. Ich wollte testen, wie wasserdicht die Kamera ist. Und ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Auf jeden Fall finde ich diese Exponate äußerst schön. In so ein alter, was weiß ich, ein Antrieb, würde ich jetzt mal sagen, nennt sich das. So Brückenpfeiler haben wir da, dann noch verschiedene Kreuzungen, die habe ich euch eingeblendet. Ich glaube, das ist einfach so ein perfekter Punkt zu sagen, danke, vielen Dank für euer Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und in diesem Sinne bedanke ich mich und wünsche einen schönen Abend. Und nicht zu vergessen, wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg.